B2.4. Der Punkt T liegt auf der Strecke CS mit TS gleich 2 cm. T ist die Spitze von Pyramiden ADNENFNT mit den Rechtecken ADNENFN als Grundflächen und der Höhe H. Zeichnen Sie die Pyramide AD1E1F1T und die Höhe H in das Schrägbild zu B2.1 ein. Zeigen Sie sodann das Bild, die Höhe H hat 7,66 cm. Also, erste gute Tat. Wir sehen, der Punkt S liegt auf der Strecke CS und ist von S 2 cm entfernt. Ja, der Abstand von T nach S sind 2 cm, steht hier oben. Und deswegen können wir den recht schnell einzeichnen. Der liegt dann ungefähr hier. Da ist der Punkt T zu finden. So, T ist die Spitze von Pyramiden ADEFT und die Rechtecke ADNENFN sind die Grundfläche. Also nehmen wir unser Lineal wieder zur Hand und verbinden noch die Pyramide. So, also hier haben wir jetzt über unsere Pyramide drin. Weiter heißt jetzt, die Höhe H fehlt noch, genau. Die soll auch noch eingezeichnet werden. Höhen stehen immer senkrecht zur Grundseite bzw. Grundfläche. Das heißt, von T einfach senkrecht nach unten, bis wir auf die Strecke AC bzw. AF treffen. Ja, das ist die Höhe H und hier haben wir einen rechten Winkel drin. Okay. Zeigen Sie Pyramide und H in der Schrägbild 1. Zeigen Sie so dann das Bild. H sind 7,66 cm. Okay, es gilt jetzt wieder das gleiche Spiel. Wir müssen uns ein Dreieck suchen, in dem diese Höhe H drin ist und von dem wir möglichst viel kennen. Ja, schauen wir uns die Figur an. Wo gibt es ein Dreieck? Wir können zum Beispiel sagen, das Dreieck TF und dann hier die Höhe H. Aber da kennen wir eigentlich recht wenig. Eigentlich gar nichts. Anderes Dreieck. Ich nenne jetzt mal den Punkt da unten noch. Sage jetzt einfach mal großes H. Oh, Punkt P haben wir nicht. Nenne ich jetzt mal in dem Fall Punkt P. Also, um zu argumentieren. Im Dreieck PTC, ja, sehen wir, liegt hier die Höhe H drin. Und zwar wie? So, dass es ein rechtwinkliges Dreieck wird. Was kennen wir aus diesem Dreieck? Wir kennen hier den Winkel ACS. Den haben wir ganz am Anfang mal berechnet. Und wir kennen auch die Strecke CT, weil wir wissen, TS sind 2 cm, CS sind 13,45 cm, also bleibt für CT einfach die Differenz davon übrig. Ja, schreibe ich es hier nochmal auf. CT ist gleich CS minus TS, also 13,45 minus 2 und das sind 11,45 cm. So, wie gesagt, den Winkel hier unten bei ACS kennen wir auch schon. Der war 41,99 Grad groß. Ja, kann man in der Aufgabenstellung nochmal nachlesen. Bei 2.0 müsste drin stehen. Ja, 2.1 haben wir berechnet. Da wird er als Epsilon, wird er Epsilon genannt. Also ich schreibe mich jetzt nochmal drauf. Winkel ACS sind 41,99 Grad. So, also, was brauchen wir? Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, das heißt, es funktionieren Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Pythagoras brauchen wir jetzt nicht, weil die Strecke CP gerade nicht interessiert. Hier haben wir den Winkel. Die Strecke CT ist die Hypotenuse, weil gegenüber bei Punkt P liegt ja der rechte Winkel. Und wir brauchen die Strecke, die gegenüber von diesem Winkel ACS liegt. Das ist die Gegenkathete. Und jetzt müssen wir nachschauen in der Formelsammlung, welcher trigonometrische Satz funktioniert mit Gegenkathete und Hypotenuse und da bleibt eigentlich nur das Sinus übrig. Also für die Höhe H können wir also schreiben Sinus des Winkels ACS ist gleich. So, Gegenkathete ist die Strecke oder die gesuchte Höhe H geteilt durch die
Hypotenuse und das ist die Strecke CT. Setzt man die bekannten Größen ein, Sinus von 41,99. Grad ist gleich H durch CT. CT haben wir ausgerechnet mit 11,45. Löst man dann nach H auf, indem wir einfach die Gleichung mit 11,45 multiplizieren. Man kann natürlich auch den Solver einsetzen an der Stelle. Und dann folgt daraus, H ist gleich 11,45 mal Sinus von 41,99. Das tippe ich jetzt in den Taschenrechner ein. Und dann folgt daraus die gesuchten 7,66 cm. So, und das war es auch schon mit der Aufgabe.